Die Salzburger AG investiert heuer rund 25 Millionen Euro in den öffentlichen Verkehr und setzt dabei auf drei Säulen: Verlässlichkeit, Information und Komfort. Aus diesem Grund wurden weitere Haltestellen mit Fahrscheinautomaten und Monitoren ausgestattet. Durch die Fahrscheinautomaten an ausgewählten Haltestellen wird der Obusfahrer entlastet und damit der Obus verlässlicher. An stark frequentierten Haltestellen haben bisher besonders viele Fahrgäste Tickets direkt im Bus gekauft. Die Salzburger AG hat in Summe fast 300.000 Euro investiert und es stehen jetzt 25 Fahrscheinautomaten in der Stadt. Wir wollen damit den Kunden mehr Service bieten und wir wollen den Linienverkehr beschleunigen. Bis zum Sommer 2016 werden es 30 Fahrscheinautomaten sein. Somit können kurz entschlossene Fahrgäste ihre Tickets rasch und unkompliziert am Automaten kaufen und sparen damit pro Fahrt 50 Cent. Also der Automat ist sehr einfach gestrickt. Man kann ganz einfach mit ein paar Tastendrucken das richtige Ticket erwerben. Man kann in bar bezahlen mit Münzen oder, und das ist ganz wichtig und ein neues Feature, mit Kreditkarte oder Bankomatkarte, gerade im touristischen Bereich sehr beliebt, das so zu verwenden. Und danach wird das Ticket wie immer im Bus entwertet. Unser Ziel ist, dass die Kunden im Vorverkauf ihre Fahrscheine erwerben oder Mehrfahrtenkarten haben. Und wir bieten zwar beim Fahrer den Service an, dass man Fahrscheine erwerben kann, aber Ziel ist es, dass die Kunden vorher den Fahrschein erwerben und da helfen uns die Fahrscheinautomaten natürlich sehr. Sie sind deshalb speziell auch in den Bereichen angesiedelt, wo Touristen sehr viele Fahrscheine kaufen, rund um die Hotels, entlang der Routen oder an neuralgischen Punkten. Und so können wir die Fahrer vom Fahrscheinverkauf entlasten und die Busse kommen schneller voran. Auch neue Monitore wurden an den Haltestellen aufgestellt. Salzburger AG hat jetzt 30 neue Bildschirme wieder in Betrieb genommen. Echtzeitinformation ist ganz ein wichtiges Thema. Damit haben wir an 60 Haltestellen mittlerweile die Bildschirme mit Echtzeitinformation. Quando in Ergänzung dazu ermöglicht dann alle Haltestellen, dass man weiß, wann kommt der Bus. Man sieht es minutengenau und damit ist man auch immer pünktlich bei der Abfahrt. Die aktuellen Linien, Haltestellen und alle Informationen zu Quando, der Echtzeit-App, finden Sie im Internet.